Senat mehr für den Radverkehr. Das Wort hat Herr Steffen von den Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, Hamburg will Radfahren. Das hat die Fahrradsternfahrt am letzten Sonntag gezeigt. Die Fahrradsternfahrt ist ja eine Demonstration für bessere Bedingungen für den Radverkehr und für mehr Klimaschutz in dieser Stadt. Rund 22.000 Radfahrer und Radfahrer sind mitgefahren am letzten Sonntag. Das waren so viele Menschen wie noch nie und das war auch ein sehr großer Erfolg. Das zeigt erstens, die Menschen, die wollen Radfahren in dieser Stadt. Das Rad ist ein attraktives Verkehrsmittel und es ist bei weitem keine Randerscheinung im Hamburger Verkehr mehr. Zweitens, die Situation, die man vorfindet beim Radfahren, die ist den Menschen nicht egal. Und drittens hat diese Sternfahrt gezeigt, Radfahrer und Radfahrer brauchen Platz. Wenn so viele Menschen auf dem Fahrrad unterwegs sind, dann braucht es wirklich ganze Straßen und sogar Autobahnen, um diese Menschen, diese Massen zu bewältigen. Das spiegelt die Situation wider, die wir immer mehr vorfinden, dass für den zunehmenden Radverkehr einfach zu wenig Platz ist. Zu wenig Platz ist für den Radverkehr allerdings auch in den Köpfen bei der SPD, denn ganz ohne Probleme könnte die SPD auch ohne sich großartig mit Autofahrerinnen und Autofahrern anzulegen, dass sie das scheuen. Das scheint ihnen ja so ein bisschen sowieso in ihre Gene geschrieben zu sein. Aber es gäbe so einfache Möglichkeiten, auch ohne solche Konflikte gute Beiträge zu leisten für den Radverkehr. Ich will vier Punkte nennen. Das erste wäre der konsequente Ausbau des Stadtratsystems. Das ist ja wirklich ein Erfolgsmodell in dieser Stadt, das Stadtrat. Wir haben Meldungen aus allen Bezirken, über 100 Vorschläge für neue Stationen. Wir haben gesagt, schaffen wir doch erstmal 50, nehmen 1 Million in die Hand. Das wurde leider abgelehnt. Diese Chance, diese günstige Möglichkeit, den Radverkehr zu fördern, die wird hier verschlafen. Die zweite absolut machbare Möglichkeit wäre, die Radverkehrsförderung, den Ausbau der Velorouten mit der Konsequenz zu verfolgen, wie das mit der Busbeschleunigung geschieht. Statt also diese wenig sinnvolle Busbeschleunigung zu betreiben, gehören genau diese personellen Ressourcen in die Schaffung von guten verkehrlichen Lösungen für den Radverkehr. Dann würden wir endlich das Velorouten-Netz vervollständigen. Das würde helfen. Dritter Punkt ist die konsequente Berücksichtigung bei den Straßensanierungen. Wenn Sie die Straßen schon anfassen, dann sollte nach jeder Sanierung eine vernünftige Lösung für den Radverkehr rauskommen. Das wird an ganz vielen Stellen nicht gemacht, sondern die Straßen werden wieder so gebaut, wie sie in den 70er Jahren in Zeiten der autogerechten Stadt gestaltet wurden. Für die nächsten 40 Jahre, da wird eine große Chance verschlafen. Und das einfachste und günstigste von allem wird auch nicht gemacht, nämlich eine Öffentlichkeitsarbeit, die für das Radfahren konsequent wirbt, wie das uns andere Städte vormachen, wie das uns andere Städte vormachen, die damit große Erfolge erzielen, weil Beispiele gegeben werden, weil politisch Verantwortliche, weil Prominente in der Stadt Radfahren, weil man konsequent auf die Vorteile des Radfahrens hinweist. Auch das wird verschlafen. Es gibt ja hier in Hamburg leider nur eben die Kampagne schon gecheckt. Ich sage es nur, weil sie eben viel kleiner ausfällt als das, was andere Städte, vergleichbare Städte leisten. Und immerhin gibt es aber eben diesen kleinen Versuch mit vielen Nichtregierungsorganisationen zusammen. Wer aber dann jetzt hier genau guckt auf den behördeneigenen Seiten, da gibt es eine Seite, hamburg.de, schon minus gecheckt. Und dann trifft man auf Folgendes, ich zitiere: Während des jährlichen Aktionszeitraums, der diesmal vom 8. bis 19.04.2013 läuft, sollen Radfahrer über alle Aspekte des sicheren Radfahrens informiert werden. Konsequenterweise wird auch der Flyer vom letzten Jahr verlinkt. Das heißt, die Öffentlichkeit des Senats, die Öffentlichkeitsarbeit des Senats in Sachen Radverkehrspolitik hat ein ganzes Jahr überhaupt gar nicht stattgefunden. Und das macht deutlich, die Förderung des Radverkehrs wird hier in Hamburg konsequent verschlafen. Und das Ironische an der Geschichte ist,
Letztes Jahr, ja, da ging es in der Tat um sicheres Radfahren. Heute, dieses Jahr geht es bei Schon gecheckt, aber um was anderes. Der ADFC hat ja dankenswerterweise den aktuellen Flyer verlinkt. Dieses Jahr geht es um Radfahren-Schutzstreifen. Also es scheint so zu sein, dass der Senat das ein bisschen unangenehm ist, dass das Thema, was er in der Sache auch verschläft, dass das dann tatsächlich jetzt Gegenstand dieser Kampagne ist. Also da muss der Senat deutlich mehr tun. Dieses Thema darf nicht länger verschlafen werden. Hamburg sollte sich ein Beispiel an anderen Städten nehmen und konsequent daran arbeiten, eine Fahrradstadt zu werden. Vielen Dank.